Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Undecember hier auf diesem Kanal. Die letzten Folgen sind ja von euch ganz gut angenommen worden und ich habe euch ja versprochen, bis zum Release des Spiels noch ein paar Folgen ja online zu bringen. Wir werden heute mal schauen, dass wir eventuell den Akt 5 abschließen können. Das bedeutet natürlich auch, dass wir da einen richtig knackigen Bosskampf am Ende haben, denn die Aktbosse, die haben es stellenweise wirklich in sich. Das letzte Video, da haben wir uns auch schon mal so einen Bosskampf angeschaut. Der ging dann erstaunlicherweise doch etwas schneller und besser, als ich dachte, weil ich natürlich zwischendrin auch schon mal wieder das ein oder andere Level-Up hatte. Aber hier der Akt 5 Boss, wo wir uns jetzt gleich hinbewegen, der wird es sicherlich in sich haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge an Dezember und ja, dem abschließenden Akt 5 Endboss. Wir haben noch ein paar Schrittchen zu laufen bis dahin, damit ich euch einfach mal auch auf dem Weg dorthin so ein paar Trash-Mobs zeigen kann. In der nächsten Folge, da werde ich es dann wahrscheinlich so machen, auf Wunsch von euch nochmal in den Shop hier reinzuschauen, um euch mal zu zeigen, was man alles in diesem Shop kaufen kann. Damit ihr einfach mal so einen kleinen Einblick gewinnen könnt, inwieweit das Ganze dann in Richtung Pay-to-Win geht. Das werden wir dann sehen, ob ich dazu was sagen kann. Aber ihr wolltet ja gerne mal so einen Einblick bekommen, was man sich eben dort im Shop erwerben kann. Und dem Wunsch ja, von euch möchte ich dann natürlich gern nachkommen. Undecember wird ja Free-to-Play erscheinen. Man kann es aller Wahrscheinlichkeit nach schon vor Release am 12. Oktober testen in Form der Steam Next Fest Days. Das hatte ich euch ja in der letzten News auch schon praktisch mitgesagt. Einfach mal reinschauen in die News vom 1.10. Das war das erste Undecember News Video, was ich hier praktisch gebracht habe mit dem Release-Datum und noch so ein paar Infos rund um das Spiel. Und gerne natürlich auch mal auf meinem Kanal schauen. Da gibt es auch schon eine Playlist zu Undecember. Und darunter sind auch schon einige Guide-Videos zu finden, wo ich euch eben das Zodiac-System erklärt habe, wo ich euch erklärt habe, wie das Runen- und Skill-System hier funktioniert, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Und wie viele von euch schon festgestellt haben, ja, ist Undecember nicht das schönste Spiel, grafisch nicht sehr opulent. Aber hat so seine schönen Momente ab und zu mal. Wie gesagt, grafisch kein Highlight, aber da drauf kommt es ja auch nicht immer an, finde ich. Ich selber bin zwar auch jemand, der sehr auf Grafik achtet, muss ich gestehen. Aber gerade bei Undecember macht mir das tatsächlich auch mal nicht so viel aus, wenn das Spiel halt grafisch nicht so pralle ist. Weil Undecember als solches bis hierhin stand jetzt bei mir Level 46 ein wirklich schönes Spielerlebnis darstellt. Ich habe meinen Spaß mit diesem Game. Mag, wie gesagt, diese ganzen Systeme hier drin, diesem Alchemie-System, das Runensystem. Schaut euch einfach die entsprechenden Videos an. Dann wisst ihr auch, was ich meine. Und wenn ihr das Spiel dann selber ausprobieren könnt, auch dann werdet ihr entsprechend sehen, ja, warum ich das immer so erwähne. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zurück in die City. Da werde ich noch mal ganz kurz schnell meinen ganzen Krempel verkaufen hier, damit ich hier noch ein bisschen was aufheben kann. Ich schaue jetzt erstmal tatsächlich nicht, was ich hier an Loot bekomme. Das interessiert mich jetzt erstmal so nicht. Ich brauche nur erstmal ein bisschen Space hier für die Tasche. Wir wollen das Ganze nicht ausufern lassen. Wir wollen uns ja den Bosskampf noch anschauen. Komm, ich brauche Mana. Zack, zack. Ja, also wie gesagt, die Aktbosse waren bisher immer recht knackig. Man hat ja immer mal zwischendrin auch innerhalb der Akte mal so kleinere Bosskämpfe wie dem, ja, aus der letzten Folge. So, jetzt wird's interesting. Jetzt geht es los hier. Jetzt zählt es. Aller Wahrscheinlichkeiten aber so sein, dass wir uns wahrscheinlich hier durchsterben müssen. Ich habe noch ein paar Sachen dabei, wo ich mich halt wiederbeleben kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Schriftrollen ich dabei habe, um mich jetzt instant retzen zu können innerhalb der Instanz. Ansonsten ist es halt natürlich so, wenn ihr im Bosskampf sterbt und habt jetzt praktisch diese instant retz Geschichte nicht dabei, also diese Rollen, diese Schriftrollen, die man da tragen kann, dann müsst ihr diesen Bosskampf natürlich immer wieder von vorne bestreiten. Und das kann schon ganz schön stressig werden. Ne? Wir schauen uns einfach mal an, wie weit wir kommen. Auch wenn wir den Boss in dieser Folge vielleicht nicht legen, geht es mir einfach mal darum, damit ihr mal sehen könnt, wie die Aktbosse hier so sind.
dass die schon sehr anspruchsvoll sind. Und wer halt Bock auf cool Design, der anspruchsvolle Bossgegner hat, der ist hier auf jeden Fall richtig. Wir werden wahrscheinlich gegen diesen Christen hier kämpfen müssen. So, ich bin gespannt. Leute von heute. Alles klar. Er hat ein Laserschwert, ne? So, jetzt holen wir uns erstmal die ganzen Ads herbei. Ich werde mich einfach mal gleich tierisch buffen. Hab hier zwei Tränke, einmal Armor und einmal Damage Elixier, die ich mir noch einverleiben kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir es an, ja. Oh, okay. Er springt ganz schön wild umher, ja, der Kollege. Okay, da sind wir schon das erste Mal tot. Sehr schön. Also, wir haben noch drei Schriftrollen. Das war natürlich jetzt nicht ganz so glorreich hier. Ich merke schon, das wird tatsächlich etwas schwieriger als gedacht. Wir haben den ja praktisch noch gar nicht abgezogen. Es waren natürlich die Tränke auch voll für umsonst. So, was lässt er hier für Kullern ab? Keine Ahnung. Alter, und das zweite Mal tot? Nice. So, wahrscheinlich sollte ich so machen, dass ich tatsächlich erstmal hier nur meine Viecher spawne. Lauf, Alter. Oh, okay, gut. Da sollte man tatsächlich schauen, dass man nicht unbedingt in dieser Area drin steht. Das ist Hardcore, ne, der Boss. Ich glaube, da habe ich euch jetzt nicht zu viel versprochen. Da muss man ordentlich Anläufe leisten, bis man den packt. Vielleicht ist es manchmal sogar ratsam, dass man sagt, okay, man geht erst noch mal ein bisschen Mobs klatschen, um mal so ein Level abzubekommen. Wir können sehen, der hat es in sich, ne? Ich spawn jetzt einfach mal nur meine Mobs hier. Gucken, ob die irgendwas ausrichten können. Halbtot ist er ja schon. Hat er mich erwischt, ja. Alter Schwede, leck mich da am Ärmel. Gut. Können wir nochmal Instant Redstone? Können wir nicht. Können wir nur den temporären Wegpunkt wählen. Das heißt, wir starten wieder von vorne. Gehen das Ganze nochmal an. Und da habe ich schon meine Ads dabei, ne? Freunde. So, und hier könnt ihr sehen, also wenn ihr diese... Alter. Und nicht dabei habt, dann ist es tatsächlich wirklich so, dass ihr euch halt draußen nur retzen könnt, praktisch vor dem Bossgelände und dann immer wieder den Kampf von vorne anfangen müsst. Ja, das heißt, entweder probieren, bis man es dann irgendwann schafft. Oder man macht es, wie gesagt, so, dass man eben noch ein paar Levelchen klöppt vorher. Dass man da halt stark groß genug ist. Oder man besorgt sich eben noch genügend von diesen Schriftrollen, dass man sich halt einfach innerhalb des Dungeons wiederbeleben kann. Alter, warum läufst du nicht? Ich würde mal vermuten, dass wir den wahrscheinlich nicht schaffen werden. Ich gehe jetzt mal ein bisschen außerhalb der Range vom Boss. Meine Maus zickt auch ein bisschen rum. Okay. Bis jetzt sieht es erstmal ganz gut aus, aber wenn natürlich dann die Phase kommt mit diesen roten Feldern und man nicht schnell genug ist.
So wie jetzt zum Beispiel, dann stirbst du. Also, ja, komm, wir machen nochmal einen Versuch. Gibt's da nicht. Kann doch nicht sein, dass man den Boss nicht schafft, ey. Entweder mache ich irgendwas falsch, übersehe irgendwas, oder es ist wirklich tatsächlich so schwer, wie es sich hier darstellt. Ich sollte mal wieder meine Kampfleiste umstellen, ich Blödmann. Mit seinem blöden Geporte natürlich macht es das Ganze nicht unbedingt einfacher. Wir versuchen den jetzt einfach mal über die Ads halt wegzuhauen. Das heißt, ich spawn jetzt immer wieder meine Begleiter hier. Der zieht ja natürlich alle Register, der Kollege. Das heißt, du kannst auch nicht einfach mal stehen bleiben. Das funktioniert so nicht. So, bei diesen roten Feldern, die der nachher schmeißt, habe ich vielleicht die Chance, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, dass ich da vielleicht... Okay, nein, funktioniert nicht. Ja, also ich würde sagen, klappt aktuell wahrscheinlich noch nicht. Heißt, ich sollte noch ein oder zwei Level wahrscheinlich ja voranbringen oder einfach mal schauen, dass ich auch meine Resistenzen natürlich etwas nach oben drehe. Da habe ich jetzt noch gar nicht so Wert drauf gelegt. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass eben die Bosskämpfe in Undecember, auch wenn ich den jetzt nicht geschafft habe, tatsächlich wirklich sehr, sehr schwer sein können, sehr, sehr fordernd sein können. Und ich denke, das ist natürlich auch für viele von euch interessant, einfach mal zu sehen und vor allen Dingen zu wissen, weil ich weiß, dass es viele gibt, die eben genau solche Bosskämpfe mögen, solche knackigen Geschichten. Und deswegen wollte ich einfach mal zeigen, ja, dass die gerade die Aktbosse in diesem Spiel wirklich nicht ohne sind und man da schon stellenweise etliche Anläufe ja, braucht, um diese eben zu besiegen. Ich hoffe trotzdem, auch wenn wir gescheitert sind, ja, dass euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Bosskampf haltet. Schwer sieht er ja aus. Schwer ist er auch, kann ich euch sagen. Ja, gefällt euch sowas, also solche schweren Bosskämpfe, oder sagt ihr, das ist mir schon wieder alles zu stressig, würde mich einfach mal interessieren, deswegen schreibt mal eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und ja, wie schon im Video erwähnt, schaut auch gerne mal die anderen Videos zu Undecember rein, die ich schon veröffentlicht habe, darunter eben auch diese ja, Guide-Videos zum Zodiac-System, zum Runen- und Skill-System. Auch da vielleicht ganz wichtig, dass ihr eben schon mal reinschaut, wenn ihr an diesem Spiel Interesse habt. Jetzt freue ich mich, wenn ihr trotzdem den Daumen nach oben drückt, ne? Auch wenn wir es nicht gepackt haben. Gerne mal ein Abo da lassen für diesen Kanal, würde ich mich riesig freuen. Und auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald hier ein neues Video online geht. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Reinschauen, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge Undecember. Macht's gut. Ciao, ciao.